Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sitzen hier jetzt gerade mit Maluna zusammen im Kofferraum. Es ist Tag 9, es ist kurz vor 6 und wir fahren jetzt Richtung Sophienhof. Da sind einige Stempel auf dem Plan und es sind, glaube ich, ungefähr 24 Kilometer Wegstrecke. Heute ist Sonntag und wir dachten, oh, wir nutzen das schöne Wetter und fahren da schnell hin. Bam! Und da sind wir auch schon in Sophienhof angekommen. Und zwar ist hier unser erster Stempel direkt an der Ziegenalm. Anna ist auch dabei und wir haben auch schon den Stempelkasten gefunden gehabt. Moment, es ist noch früh. Ja, da ist er, genau. Ziege haben wir bisher ja noch keine gesehen, die werden wir suchen gehen und dann melden wir uns auf jeden Fall zurück. Jetzt wird erstmal hier das gestempelt. Und hier kommt gerade so richtig Wander-Feeling und Abenteuer-Feeling auch irgendwie so. Ich finde das so schön, morgens so früh unterwegs zu sein. Und ja, alles wacht gerade noch so auf und man startet den Tag und hat irgendwie eine super schöne Tour vor sich. Das ist echt, es gibt für mich nichts Schöneres. Maluna läuft hier neben mir. Wir sind hier gerade auf dem Weg zum Karlsturm immer noch. Bin gerade einfach total geflasht. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh mein Gott. Ja. Wir melden uns später. Und ich habe gerade ganz heimlich gesagt, oh nein, kann man da etwa hochgehen? Das habt ihr nicht gehört, okay? Ich glaube, man kann da hochgehen. Und natürlich werde ich das auch freudig tun, denn das steigert natürlich meine Höhenmeter enorm. 50 Meter. Ja, gut, dann mal auf. Da seht ihr schon den Wurmberg und den Brocken. Ich glaube tatsächlich das erste Mal, dass wir ihn so bewusst jetzt sehen. Kann ich jetzt mal zeigen? Da, das ist der Brocken, das ist der Wurmberg. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, sonst kriege ich Ärger. Kurz für das Protokoll, gestempelt wurde hier natürlich auch an dem Turm, ne? Wir sind erstmal hochgelaufen und hier ist der Stempelkasten. Stempelstelle Walzenhütte wäre fast als erste Stempelstelle in die Geschichte eingegangen, an der wir vorbeilaufen. Hier ist einfach so eine Kreuzung und wir kommen gerade von dort, vom Karlsturm und genau, für uns geht es jetzt gleich hier links runter weiter. Aber erstmal wird natürlich gestempelt. Hello. Lustig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn ihr euch eine Strecke anguckt, dass ihr euch dann immer ungefähr so vorstellt, wie die so verläuft. Und jetzt gerade laufe ich zum Oberharzblick am Buchenberg hoch und ich hatte mir das Ganze irgendwie so vorgestellt, dass es ein riesen anstrengender Aufstieg ist und mich schon vorbereitet mental darauf. Und es ist ein traumhafter Wald hier, so ein Zauberwald, so richtig mit wie alles so moosig und gerade so ganz angenehm tatsächlich kühl. Es war nämlich schon richtig warm gerade geworden. Dass ihr seht, ich habe keine Jacke mehr an. Wir sind an der Stempelstelle 47, Oberharzblick am Buchberg. Wir laufen gerade zur ehemaligen Steinmühle runter. Hier eindeutig in ein Tal hinein. Wir laufen echt schon seit einigen Kilometern abwärts und freuen uns schon auf den Rückweg. Ich habe es euch ja gestern schon, glaube ich, verraten. Genau. Jeder Meter, den man runterläuft, läuft man ja wahrscheinlich auch wieder hoch, ne? Ja, aber es ist hier echt super schön. Das Wasser plätschert, die Vögel zwitschern. Ja, ihr seid dabei, ihr seht es. Der Himmel ist blau. Hanna ist glücklich. Maluna auch. Stempel Nummer 96.
Ja, ihr Lieben, den Weg, den wir gerade eben runtergelaufen sind, laufen wir jetzt gerade wieder hoch. Und das Schöne ist daran, wenn man bergauf läuft, dass man etwas langsamer läuft und auch nochmal ganz andere Dinge wahrnimmt. Und ja, es ist spannend, dass man... Also ich bin gerade diesen Weg ja schon gelaufen und habe ganz vieles noch gar nicht gesehen. So, nach einmal fürs Protokoll. Ich bin immer noch ohne Jacke, also immer mal wieder. Ja, wir sind jetzt, sieht gut aus. Hier ist der Teich. Und da oben sieht es so aus, als ob da schon wild gestempelt wird. Ja! Hi! Rückweg. Wir haben heute alles abgestempelt, was es zu stempeln gab. Und ihr seht ihr Sophienhof vor uns liegen. Maluna freut sich jetzt auf ein kühles Auto und frisches Trinken. Wir hatten einen echt coolen, runden Tag. Ich glaube, wir haben jetzt noch so einen halben Kilometer. Das reicht jetzt auch. Es war echt tatsächlich viel Sonne. Es war jetzt auch schön warm. Und ja, wir freuen uns jetzt dann quasi verrichteter Stempelei hier wohlverdient in den Feierabend zu gehen. Guten Morgen. Heute ist Tag 10 und wir fahren jetzt gleich Richtung Falkenstein und werden dort zur Burg Falkenstein, unserer Konradsburg, laufen und ja, fahren jetzt erstmal los und melden uns dann von dort wieder. So, da sind wir und zwar auf der Konradsburg hier oben schon angekommen. Die Vögel zwitschern, der Himmel ist blau, es ist grün, alles blüht und hier ist der Stempelkasten. Die Nummer 201, Konradsburg, die wird jetzt eingestempelt. Ah, wir sind jetzt auf dem Weg von der Konradsburg aus über Degenershausen nach zur Burg Falkenstein. Ich fand das gerade so süß hier mit dieser kleinen Brücke. Man kommt hier irgendwie aus dem Wald raus und quert dann einmal hier die Straße. Das ist einfach so ein kleines, ja, verschlafenes Örtchen. Und da geht es jetzt weiter. Ich glaube, wir sind gleich da. Ja. Wow! Und ich hätte beinahe diesen Kasten hier versucht aufzumachen. Es ist kein Stempelkasten. Achtung, hier ist ein... Ein Fake. Also bitte diesen Kasten nicht öffnen, ja? Dann geht es noch ein Stückchen weiter. Mal gucken, wo er ist. Okay, wir machen wieder ein aus der Blüte raus Fliegbild. Und wir sind jetzt hier in dem Landschaftspark von Degenershausen. Und ich bin gerade wieder mal vollkommen fassungslos, wie wunderschön es sein kann. Zweite Stempel heute an Tag 10, Stempelstelle 202, Degenershausen. Viel Spaß beim Stempeln! Wir sind angekommen an der Burg Falkenstein. Wir auch gleich stempeln. So, wir sind jetzt hier gerade kurz vor unserem Ziel für heute, der Konradsburg. Die seht ihr hier oben und kommen von Degenershausen, von dem Landschaftspark, waren hier davor gerade an der Burg Falkenstein und ja, es ist einfach ein wunderschöner Anblick hier jetzt gerade noch so lang zu spazieren, flanieren. So fühlt es sich tatsächlich an hier mit diesen blühenden Bäumen und die Burg da im Hintergrund, also da durftet ihr natürlich nicht dabei fehlen. Lassen uns dann noch einen Tag Zeit, um zum Königstitel aufzusteigen, denn das war jetzt heute der 48. Stempel. Guten Morgen! Heute ist Tag 11. Maluna liegt schon bereit. Und wir fahren heute nach Treseburg und laufen da 3 Stempel ab und dann haben wir einen Termin nachher. Und dann gucken wir mal, ob wir nachmittags noch weiterlaufen. Je nach Hello! So. Wir sind jetzt hier in Treseburg und laufen gerade hinauf auf den Berg zum Wilhelmsblick. Und ja, es ist ein wunderschöner Wanderweg da hoch, also kann man echt super machen. Hallo! Maluna, was machst du? Maluna ist gerade gut drauf, warum auch immer.
Warum bist du so gut drauf, hallo? Hier nochmal ein sehr schöner Abschnitt von dem Weg. Luna freut sich. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Stempel Nummer 50. Fühlt sich irgendwie doch ja, etwas feierlich an tatsächlich. Ihr seht hier den grünen Teppich ausgerollt. Hier die angehenden Wanderkönigin. Die letzten Meter, bevor wir uns zum Königinswandertitel heraufstempeln. Das sieht doch hier schon mal nach Klippen und nach Sonne aus. Was meint ihr? Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich werde es jetzt tun. Ich tue es jetzt. Gut. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Tada! Mega! Puh. Okay. Check. Dann. Das war Nummer 50. Ich warm und wir sind schon mal heimlich weiter zur nächsten Stempelstelle, der Nummer 67, dem weißen Hirsch. Und hier haben wir eine wunderbare Aussicht. Da seht ihr die Bode. Ja, wir werden jetzt hier abstempeln. Und dann geht es noch eine Stempelstelle weiter. Und zwar zum Stempel, von dem ich gerade den Namen nicht mehr weiß. Auf jeden Fall geht es noch eine Stempelstelle weiter. Und ihr seid dabei. So, gestempelt haben wir. Nummer 68. Maluna, wir treten unseren Rückweg an Richtung Tresenburg zurück und verabschieden uns von dem Falldenkmal. Wir melden uns später wieder. Wir haben jetzt erstmal noch einen Termin und werden dann heute Nachmittag wahrscheinlich noch eine zweite Runde einbauen. Hier sind wir jetzt in der zweiten Runde. Ich hatte es ja schon angekündigt. Tatsächlich haben wir uns noch mal motiviert nach der Königskronenkrönung heute Morgen. Waren wir vollkommen im Flow und haben gedacht, das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Wir sind an der Hasselvorsperre. Der Stempelkasten ist da drüben. Da werden wir gleich runterlaufen und ihr seid natürlich dabei. Und Maluna auch. So, wir sind hier angekommen an unserem ersten Stempel auf der Tour 2 an Tag 11. Das ist die Hasselvorsperre und das ist die Stempelstelle Nummer 53. Hier wird jetzt gleich wild gestempelt und dann auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen geguckt und dann geht es weiter zum nächsten Stempel. Da ist der Stempelkasten da links und wir laufen jetzt hier über die Staumauer. Ich bin schon frecherweise an der Stempelstelle, sind wir schon hier vorbeigegangen. Die ist nämlich in der Hütte hinter uns und wir gehen jetzt aber erstmal zur Aussicht und sehen hier eine weitere Vorsperre. Wir haben hier einen echt super schönen Blick nochmal, also lädt absolut zum Verweilen ein. Ja, den Hintergrundsound teilen sich jetzt gerade die Vögel hier mit den fleißigen Waldarbeitern, die da hinten irgendwo gerade am Abtransportieren wahrscheinlich sind. Und hier ist so richtig Frühlingsstimmung. Mega schön. Und wir haben. Stempelstelle 56. Rapodeblick. So, wir sind jetzt hier angekommen und haben gerade genau hier beim Bremer Teich
Also wir melden uns bei der ersten Stempelstelle. Da ist der Stempelkasten. Das ist die Nummer 196. So schnell kann es gehen. Sind wir schon bei der zweiten Stempelstelle. Vielleicht kennt ihr sie. Der letzte Bär in den anhaltischen Forsten wurde hier Ende des 17. Jahrhunderts erlegt. Und deswegen gebührt ihm hier ein Denkmal. Und zwar das Bärendenkmal. Die Stempelstelle 184. Und dieser Weg hierher ist ein Traum. Ich komme wieder nicht aus dem Schwärmen raus. Es tut mir echt leid, aber es ist einfach... ja, jeder Weg hat so seinen Charme. Und hier ist es gerade einfach total frisch durch den Regen. Es riecht ganz doll nach Waldboden. Und ja, die Bäume lachen, die freuen sich über den Regen. Und wir freuen uns darüber, dass es gerade nicht regnet. Und freuen uns über die Stempelstelle und stempeln hier einmal ein. Wir sind jetzt hier an die kleine Teufelsmühle gekommen. Und das ist heute unsere Stempelstelle Nummer 3, die 189. Und wie ihr seht, das sieht doch hier schon ein bisschen nach Teufelsmauer wieder aus. Der Teufel hat überall seine Finger im Spiel. Wir waren quasi auf dem Holzweg bzw. auf dem Steinweg. Es geht nämlich noch ein Stückchen den Weg weiter. Und dann kommt ihr hier zum Stempelkasten. Und hier hat der Harztub eine wunderschöne Bank aufgebaut. Der Harztub Friedrichsronn. Und wo wir nämlich hinwollen, ist die große Teufelsmühle. Und da ist die Stempelstelle. Die kleine Teufelsmühle ist aber auch echt cool. Also schaut auch mal vorbei. Hier ist die Stempelstelle 189, die große Teufelsmühle. Ja, und es lohnt sich auf jeden Fall hier einmal ein bisschen rumzugucken. Das ist also echt mega abenteuerlich irgendwie, finde ich. Ja, unser Weg wird uns jetzt noch weiterführen zu zwei Stempelstellen. Und zwar einmal zum Bergrad Müllerteich und zum Lautalblick. Dann haben wir heute echt hier ganz schön was eingesackt und sind sogar trocken geblieben. Und ich finde, irgendwie auch zu diesem Ort passt das Wetter. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist, passt einfach. Ja, schön. Tada! So, jetzt machen wir wieder diese Perspektive aus dem Stempelkasten raus. Ich fand es am Anfang so cool, dann habe ich es richtig übertrieben damit. Und jetzt dachte ich, es ist mal wieder an der Zeit dafür. Das ist jetzt hier die 190, der Bergrad-Müller-Teich. Der wird eingestempelt. Ihr seid dabei. Das ist sehr gut geworden, würde ich sagen. Der Stempel kommt wieder rein. Und hier seht ihr die 190 und wir gehen noch einen Stempel weiter heute. So, Stempelstelle 191. Ihr seht, ich habe diese Perspektive wieder voll für mich entdeckt. Und zwar ist das super praktisch, weil ich kann stempeln und quatschen. Und... okay, es klappt doch nicht so gut. Es fängt jetzt tatsächlich gerade an zu regnen. Also wunderbar, letzter Stempel auf dieser Tour. 191, das ist ein richtig wunderschöner geworden, muss ich tatsächlich sagen. Hier, 191, der Laubteilblick. Wir machen uns jetzt schnell auf den Rückweg. Es war eine wunderschöne Strecke vom Bremer Teich runter, komplett an allen Stempelstellen vorbei, bis zum Laubteilblick. Jetzt müssen wir noch mal einmal über den Hügel rüber und dann sind wir wieder zurück. Coole Strecke, also absolut machbar. Ich glaube insgesamt, wir sind jetzt so 7 Kilometer unterwegs, also noch mal 7 zurück, 14 insgesamt. Kann man super easy mal machen an einem schönen Sonntag. Man hat irgendwie alles dabei, also mega. Gut, wir machen uns auf den Weg. Bis später.